Was geht ab, meine Lieben? Ich bin's wieder, euer Rudi. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, wir starten in den Tag. Und da ist schon die Glotze. Da ist schon die Glotze. Wir gucken einfach mal, damit hier die Spannung auch wirklich steigt in diesem Vlog. Schauen wir, was diese Frau hier macht. Was machen Sie? Schminkt mich gerade und mache einen Zeitraffer. Ach so, okay, dann störe ich dich. Und gucke Real Housewives of Beverly Hills. Super, wunderbar. Folgt mir auf meinem YouTube-Kanal. Man sieht mich nicht. Man sieht mich nicht. Dankeschön. Folgt mir auf meinem YouTube-Kanal. Immer soll man ihr folgen, weißt du? Aber einem anderen folgen tust du nicht. Und zwar haben wir sehr, sehr, sehr viel vor. Zum einen das hier fertig machen. Dieses ganze Zeug einmal runter. Wieder neu aufkleben. Ich muss gleich nochmal in den Mediamarkt fahren. Noch ein paar Sachen angucken und dann werde ich mir was basteln wegen der Kamera. Weil nicht mehr mit der GoPro filmen, sondern mit einer Spiegelreflexkamera, wenn es möglich ist. Ich probiere das dann mal aus. Und dann geht es direkt zur Arbeit. Und vor allem Leute, ich streame schon seit einem Monat und was fällt mir auf? Das hier. Fokussierter. Auf jeden Fall diesen Bereich zu up-to-date machen, dass die Leute wissen, ich spiele Hitman und esse keinen Köftespieß. Ja, das sind solche Sachen, die muss man halt jeden Tag machen, damit man weiß, wo man ist. Bis später! Für mich geht's jetzt los. Wieder ein bisschen Strecke machen, Strecke fahren. Und dann bin ich auch schon wieder zu Hause. Total witzig, ich habe gerade einen Brief bekommen, was ich an Rente verdienen werde. Oder wenn ich jetzt in Rente gehe, dann habe ich es wirklich geschafft. Mit knapp 70 Euro im Monat. Als Frührentner. Was für ein geiles Leben. Das ist übrigens mehr Taschengeld, als ich jemals bekommen habe. Das ist eigentlich 100% Gewinn. Muss man sich nochmal überlegen, ne? Also wir fahren mal los und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ich bin zu Hause angekommen und ich habe Sabrina einen neuen Lippenstift gekauft. Den wird sie jetzt demnächst testen. Das sieht ein bisschen komisch aus, Schatz. Fokus sein Vater, ehrlich. Ist so Fokus sein Vater, ich reg mich auch. 20 Sekunden muss man warten. Jetzt. 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 Hey, und tschüss. Genau, das Video ist schon längst vorbei. Guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir starten in den Tag. Und draußen scheint die Sonne. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein richtig geiles Frühstück. Voll geil. Richtig, richtig geil. Das ist Alpro, ne? Immer noch. Maus. Ist das Alpro? Ja, natürlich. Auf jeden Fall ist das zu 100% vegan, kann ich das sagen? 100% vegan. Richtig geil. Also Leute, wir sehen uns später. So Leute, jetzt seht ihr mich richtig, ne? So richtig schön mit Gesicht. Ich mache jetzt noch einen Kaffee. Ja, Sabrina geht gleich einkaufen und wir holen dann ein paar Kleinigkeiten fürs nächste Video. Wird richtig witzig. Sergej ist wieder mit dabei und ja, vielleicht habt ihr auf Instagram auch schon mitbekommen, es geht um einen Boxkampf, ein Profiboxer, 120 Kilo, er sagt, er wiegt 111 Kilo jetzt, aber lassen wir es mal dahingestellt sein und ja, der Kampf geht dann 3 Runden. Ich denke mal so, in der zweiten Runde haue ich ihn K.O., also ich bin 1,78 groß. Er ist 2 Meter, glaube ich. 2 Meter müsste Taras sein. Und ja, wir werden ihn auf jeden Fall K.O. boxen. Wir brauchen jetzt 1000 Likes. Und wie blöd es auch klingt, ne? Wir brauchen 1000 Likes. Ich würde ihn auch schon vorher kaputt hauen, aber er will sich halt nicht die Mühe machen und denkt sich, naja, komm, wenn er 1000 Likes schafft, dann kaufe ich ihm auch Boxhandschuhe und Mundschutz. Und dann kämpfen wir gegeneinander. Ja, wird lustig. Wird sehr, sehr lustig. Also von daher mal gucken, was passieren wird. Okay,
Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe vorhin eingekauft für die Challenge mit Sergi gleich. Richtig, richtig geil. Ich kann auch nur sagen, ich habe einen fetten Preis sogar für den Gewinner. Und es ist gut, dass beide nichts gegessen haben auf jeden Fall, weil den kann durchaus schlecht werden. Wenn also wieso? Sagen, Sergi, weißt du nicht, ob er gegessen hat? Ja, es ist gut, dass ihr nicht gegessen habt. Sergi hat vielleicht gegessen. Es ist gut, dass ihr nicht gegessen habt. Okay. Ja, und auf jeden Fall freue ich mich mega und der Typ vor uns kann natürlich kein Auto fahren. Und wir sehen uns. Ja, meine Lieben, es ist wieder soweit. Das Video wird jetzt geschnitten und so langsam komme ich auf dieser Kamera klar. Der Fokus nimmt mich nicht immer auf, aber gerne den Hintergrund und ja, da muss man sehr, sehr viel beachten, dass der Ton auch passt und dass man zur richtigen Zeit vloggt, weil mit dem Handy ging das alles so, ich sag mal, alles reibungslos, aber man hat halt einmal ein Handy dabei und filmt sofort. Und hier ist es halt so, dass ich mit der Kamera rumlaufe und muss sagen, ah, jetzt muss ich die Kamera anmachen, jetzt schaue ich mal, dass ich das alles mal aufnehme. Ja, deswegen, also mit Premiere klappt das wunderbar und so langsam komme ich in diese Sache rein, fange auch schon schneller an zu schneiden und morgen überrasche ich Sabrina mit einem Fallschirmsprung und das wird richtig, richtig geil. Ich kann es gar nicht mehr wiederholen, richtig, richtig geil beim holländischen Essen, richtig, richtig geil. Also, wie gesagt, Sabrina weiß von nichts und ja. Vielen Dank fürs Folgen, vielen Dank fürs Zugucken und drückt die Glocke, damit unterstützt ihr nicht nur mich, sondern auch das große Projekt Ruliversum. Und ja, desto mehr Abonnenten wir haben, desto mehr jeder die Glocke drückt, umso früher können wir richtig heftige, coole Projekte machen, die in Zukunft auf jeden Fall noch folgen. Und ja, danke fürs Zugucken nochmal und ohne eure Unterstützung wird das alles so ein bisschen schwieriger. Also von daher, ich küsse eure Augen und danke fürs Folgen, ne? Wir verabscheuen uns.